12. April begannen die Sowjets mit ihren Abtastangriffen, wie sie diese vor jeder Offensive auszuführen pflegten. Nach zusammengefasster Feuervorbereitung griffen sie bei Kienitz und Großneuendorf die Infanteriedivision Berlin und die 606. Infanteriedivision an und erzielten bei beiden Geländegewinn nach Westen von 2 bis 3 Kilometer Tiefe. Am nächsten Tag, den 13. April, setzten die Sowjets die Vorangriffe fort und dehnten sie nach Süden auf die 9. Fallschirmjägerdivision und nach Norden auf die 5. Jägerdivision aus. Während letztere einen Übersetzversuch auf der Oder zusammenschoss, konnten die Sowjets an der Landfront erneut die Stellung eindrücken. Der Brückenkopf war nun so tief, dass die Sowjets vermehrt Infanterie, Panzer und Artillerie auf das Westufer der Oder herüberziehen konnten. Die deutschen Verbände hatten große Personal- und Materialverluste. Die Befürchtungen der Kommandobehörden über den Kampfwert der eingesetzten deutschen Divisionen hatten sich als nicht unbegründet erwiesen. Am 14. April griff die Rote Armee auf ganzer Breite des Brückenkopfes bis nach Lebus an. Bei Wriezen drangen sie bis 5 Kilometer ostwärts der Stadt vor. Westlich Küstrin durchbrachen sie mit 5 Divisionen und 200 Panzern die 20. Panzergrenadierdivision und stieß bis zur Großkampf HKL durch. Zwar wurden 98 sowjetische Panzer abgeschossen, aber die 9. Armee musste bei Selo die Panzerdivision Müncheberg einsetzen, um die Sowjets von der Höhenstufe wieder in die Niederung zurückzuwerfen. Der rechte Flügel mit der 169. und 712. Infanteriedivision hielt stand. Das Ergebnis des Tages war: der Verlust der ausgebauten Hauptkampflinie westlich und nördlich Küstrin, Verminderung der Reserven um eine Panzerdivision, Verlust großer Teile der Hauptkampflinie und damit Verlust der Möglichkeit der Zurücknahme der Truppe in die Großkampf-HKL bei Offensivbeginn, da die Truppe bereits in dieser Stellung stand. Am 15. April machten die Sowjets erwartungsgemäß nur schwächere Angriffe, um ihre Verbände ordnen zu können. Die Panzerdivision Müncheberg warf den Feind bei Selo so weit zurück, dass durchlaufende Stellungen geschaffen werden konnten. Mit dem Beginn der sowjetischen Großoffensive wurde am kommenden Tag gerechnet. Mit Beginn der Dunkelheit begann daher höchste Feuertätigkeit der deutschen Artillerie auf die gegnerischen Bereitstellungsräume, Anmarschwege und Brückenstellen sowie erneuter Treibmineneinsatz auf der Oder gegen die Kriegsbrücken. In der Nacht erfolgte dann die Räumung der Hauptkampflinie bei Lebus und Podelzig und die Zurücknahme der Truppe auf die Großkampflinie. Am 16. April, 4 Uhr morgens, begann die Rote Armee mit der ersten weißrussischen Front unter Marschall Zhukov im Oderbruch die Offensive auf Berlin. Nach einem enormen Artillerietrommelfeuer aus mehreren tausend Geschützen und Granatwerfern gab ein vertikaler Strahl eines Scheinwerfers das Signal zum Einschalten von ca. 150 Flakscheinwerfern zur Beleuchtung des Schlachtfeldes beiderseits Küstrin, während die Artillerie ihr Feuer in die Tiefe vorverlegte. Die Bombenflugzeuge von 2 sowjetischen Luftarmeen bombardierten die deutsche Großkampflinie. Um 6 Uhr traten die sowjetischen Infanteriedivisionen mit Unterstützung von ca. 450 Panzern zum Angriff an und durchbrachen die vordersten deutschen Stellungen. Im Morgengrauen erschienen auch die sowjetischen Schlachtflieger auf dem Gefechtsfeld. Der Durchbruch der deutschen Großkampflinie wurde jedoch von den deutschen Verbänden verhindert und haben dabei nach eigenen Angaben ca. 150 Panzer und 130 Flugzeuge abgeschossen. Den Sowjets gelangen dabei tiefe Einbrüche auf der Reichsstraße 1 von Küstrin nach Müncheberg mit 2 Panzergruppen. Sie konnten sich an die Seeler Höhen heranarbeiten. Von der 9. Armee wurde dagegen die Panzergrenadierdivision Kurmark eingesetzt, deren Gegenangriff jedoch nicht durchschlug. Nördlich davon, bei Gusow, gelang den Sowjets ein Einbruch von 5 Kilometer Breite, der nur mit letzten Reserven abgeriegelt werden konnte.
Ostwärts Vriezen gab es einen 5 Kilometer tiefen Einbruch und am Abend war die Lage bei Vriezen sehr kritisch. Am rechten Flügel bei Lebus und Podelzig hatten die Sowjets die geräumte Hauptkampflinie beschossen und wurden an der Großkampf-HKL blutig abgewiesen. Auch am linken Flügel der 9. Armee hielt die 5. Jägerdivision ihre Stellung an der Oder mit zurückgebogenem rechten Flügel. Übersetzversuche der Roten Armee über die Oder wurden von der 5. Jägerdivision verhindert und abgewiesen. Im Ganzen war dieser erste Tag der sowjetischen Offensive für die deutsche Führung nicht ganz unbefriedigend verlaufen, wenn man die deutsche Schwäche berücksichtigt. Durch den wachsenden Widerstand in der deutschen Großkampf-HKL waren die Sowjets aufgehalten worden. Panzergräben versperrten die Zugänge zur Höhenstufe. Der Kampf um Selo zwang die sowjetische Führung, die Panzerarmeen in die Schlacht zu werfen, bevor das Hauptkampffeld durchstoßen war. Auch die Panzerarmeen kamen nur langsam vorwärts, da deren Einsatz nicht vorbereitet wurde. So behauptete die deutsche Truppe am Abend ihre Stellung. Als auch Nachtangriffe nicht zu den erwarteten Erfolgen führten, befahl Marschall Zhukov, die deutsche Großkampf-HKL-Stellung am Morgen des 17. April mit Gewalt und einer extremen Massierung an Truppen und Material zu durchbrechen. Für die deutsche Seite war ein Gefahrenpunkt besonderer Art Vriezen. Hier hatte Hitler persönlich am Nachmittag aufgrund seiner an die Front entsandten Beobachter der 9. Armee unter Umgehung der Heeresgruppe den Einsatz der in Reserve stehenden 25. Panzergrenadierdivision befohlen. Die Heeresgruppe Weichsel stimmte, als die 9. Armee den bevorstehenden Durchbruch meldete, dem Einsatz der Division zum örtlichen Gegenangriff zu. Die Division war den ganzen Tag über in ihren Ruheorten bombardiert worden. Nach Einbruch der Dunkelheit marschierten die Verbände zunächst motorisiert in den Einsatzraum bei Vriezen. Die Heeresflakabteilung 292 hatte am Vormittag noch im Einsatz vor der Großkampf-HKL, die hier von einem Offizierbewerberregiment der Luftwaffe besetzt war, gestanden. Nach dreistündigen Angriff von Schlacht- und Kampfflugzeugen machte die Abteilung am Nachmittag Stellungswechsel von Neutrebin in die Gegend westlich Kunnersdorf im Oderbruch. Die deutsche Front davor hielt noch, obwohl von den Einheiten der 606. Infanteriedivision nicht mehr viel vorhanden war. Da weitere Kräfte außer der 25. Panzergrenadierdivision nicht zur Verfügung standen, musste vor Vriezen mit weiteren Verschärfungen der Lage am 17. April, also am nächsten Tag, gerechnet werden. Am zweiten Tag der sowjetischen Offensive, dem 17. April, wurden von der ersten weißrussischen Front für den Durchbruch der deutschen Höhenstellungen in der Nacht Panzer und Artillerie bereitgestellt. Auch 800 Flugzeuge standen zur Verfügung. Um 10.30 Uhr wiederholten zwei sowjetische Armeen nach halbstündiger Artillerievorbereitung den Angriff. Diesem konnten die deutschen Truppen nicht mehr überall standhalten. In der Mitte des Abschnitts der 9. Armee fiel Selo in sowjetische Hand. Im linken Abschnitt bei Vriezen gelang jedoch der 47. Armee und der 3. Stoßarmee der Durchbruch durch die deutsche Großkampfstellung nicht. Hier war die 25. Panzergrenadierdivision beim Vorgehen zunächst durch feindliche Flieger stark aufgehalten, zu keinem geschlossenen Gegenangriff gegen den Feind bei Vriezen gekommen. Sie war von örtlichen Führern zur Verteidigung der Höhenstufe südlich Vriezen eingesetzt worden und verteidigte zusammen mit der 606. Infanteriedivision auch den Ort selbst. Das Panzergrenadierregiment 119 griff um 6 Uhr früh mit dem 2. Regiment im Oderbruch bei Kunersdorf, 5 Kilometer südwestlich Vriezen, an, drückte die Sowjets zurück und bezog einen Verteidigungsstreifen in den Wassergräben ca. 1 Kilometer ostwärts Kunnersdorf. Dort hatten wiederholt schwere Angriffe mit Panzerunterstützung unter hohen eigenen Verlusten abgewehrt worden können. Erst am Nachmittag ließen die sowjetischen Angriffe nach.
Rechts vom Regiment schienen jedoch die Sowjets durchgebrochen zu sein und auf den Seeler Höhen brannten die Gehöfte, sodass die Gefahr einer Einschließung bestand. Das Panzergrenadierregiment 35 war links davon eingesetzt mit dem 1. Bataillon bei Bliesdorf und 1 Kilometer ostwärts davon links daneben das 3. Bataillon und das 2. Bataillon am Ostrand von Wriezen. Das 1. Bataillon wurde am Nachmittag durch die sowjetischen Angriffe aus der Stellung gedrückt, besetzte jedoch in der Nacht diese alte Stellung wieder zurück. Die Panzerabteilung 5 und die Panzerjagdabteilung 25 unterstützten die Panzergrenadiere bei der Abwehr der feindlichen Angriffe. Das Artillerieregiment 25 kam anfangs auch nicht zu einem geschlossenen Einsatz, da die Abteilung vorerst auf Zusammenarbeit mit den Bataillonen angewiesen werden musste. Die Heeresflakabteilung 292 machte am Morgen Stellungswechsel in den Raum Marienberg, 5 Kilometer westlich Kunersdorf, und stand den ganzen Tag über im erdartilleristischen Einsatz mit vorgeschobenen Beobachtern bei den Bataillonen. Am Abend kam der Befehl zum Einsatz von Flak-Kampftrupps. Der Divisionsstab hatte Gefechtsstand in Haselberg, 9 Kilometer westlich Wriezen bezogen. In der Nacht war noch die Verpflegung der Truppe, die Munitionierung und der Verwundetenabtransport möglich. Die Division steht nun in allerschwersten Abwehrkämpfen an der Oderfront. Reserven sind nicht mehr vorhanden, der sowjetische Angriffsdruck erhöht sich stündlich. Die Berliner Operation, wie sie von der sowjetischen Führung benannt wurde, entfaltet nun seit 2 Tagen ihre Kraft und die Entfernung nach Berlin schrumpft von Tag zu Tag. An der Oderfront hat der Überlebenskampf der deutschen Verbände längst begonnen, aber auch auf sowjetischer Seite ist der Grat zwischen einem siegreichen Einmarsch in Berlin und der Angst, auf den letzten Kilometern in die deutsche Hauptstadt noch von einer deutschen Granate zerfetzt zu werden, ein schmaler, welches die letzten Entscheidungen für die 25. Panzergrenadierdivision sind. Wie sich die Kämpfe für diese Division entwickeln und wie ihr Endkampf aussieht, das beschreibe ich weiter in den nächsten Videos dieser Reihe. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du erfahren möchtest, wie der weitere Kampf der Division in den letzten Tagen der Schlacht verlief, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns jetzt unterstützt und dem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Nachricht erhältst, wenn auf dem Kanal ein Video hochgeladen wird. Über einen Daumen nach oben würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Ich danke dir, dass du dabei bist.